Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal Flo Bowser. Und wie ihr seht, sind wir heute wieder in Rocket League. Und zwar wollen wir heute, ups, falsche Taste, wenn wir auf Garage drücken, auf Auto anpassen, sehen wir den X-Devil. Wir sehen oben rechts Siege 7. Das Ziel für die heutige Folge ist es, dass da oben Siege 10 steht. Das heißt, heute probieren wir die 10 Siege mit dem X-Devil zu erreichen. Falls euch die Folge gefällt, lasst gerne ein Like da, dann gibt es mehr von solchen Folgen. Und abonniert natürlich auch gerne den Kanal, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Am besten auch noch die Glocke aktivieren. Aber jetzt würde ich sagen, jumpen wir direkt ins erste Spiel, Leute. Wir spielen dann übrigens immer zwanglos und 3 versus 3. So, Leute. Die erste Runde war schon mal ein voller Fehlversuch, Leute. Weil ich bin einfach mitten in der Runde gejoint. Und ja, dann stand da halt direkt Aufgabe Sieger Orange. Und das war ich. Deswegen, geht's in die nächste Runde und hoffentlich steht jetzt da nicht 8 Siege bei meinem Auto. Wartet, wir gucken nach, Leute. Und 7 Siege, genau, das zählt nicht. So, dann springen wir jetzt in die nächste Runde. Bis gleich, Leute. So, Leute, frisch in der Runde geht's jetzt hier los. Zack, ich habe übrigens mal meine Kameraperspektive geändert. Das ist jetzt die Profi-Kameraperspektive, Leute. Das ist weiter vom Auto weg. Und ja, ich würde sagen, zacka, wir spielen ihn hier mal nach vorne und unser Teamkamerad macht den rein. Yes! Direkt 1-0 und eine Vorlage gemacht sogar, Leute. Das ist sehr gut. Christi unterstrich Adam hat das Tor geschossen. So, dann zacka. Der springt erstmal am Ball vorbei. So kann man es auch machen. Muss man aber nicht. Zack. Was war das denn jetzt? So, ich bleib mal hier hinten. Ich habe übrigens meinen Chat auch geändert. Ich kann jetzt, wie ihr es links seht, heilige Makrele und geil schreiben. Das habe ich nämlich gestern eingestellt oder so. Also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich vorgestern. Zack. Ja, der war einigermaßen okay, der Ball. Zack. Da kommt er. Boom. Ich habe jetzt auch geübt, dass ich die Bälle besser treffe. Also wenn einer kommt. So, ich bin hier bereit für die Vorlage. Oh, das war wohl nix. Ja, das ist gut. Das war gut. Ups. So, ich fahre hier erstmal noch schön meine Runden. So, da kommt der Ball, das... Ja. Bam! Tor, einfach nur abgestaubt. Aber Leute, 2-0 schon mal. Das sieht schon mal richtig gut aus hier. Und ja, Leute, vielleicht schaffen wir ja schon in dieser Folge die 10 Siege. So, nach dem grandiosen Tor von unserem Mitspieler Dragon führen wir jetzt 3-0, Leute. Und ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, ein bisschen öfter zu schneiden, damit das Video nicht so lang wird. Weil das erste Rocket League Video, das richtige Rocket League Video, das ging ja 28 Minuten oder so, also völlig in die Länge gezogen. Deswegen setze ich jetzt hier auch öfter Schnitte, Leute. So, den haben wir gut. Wir können jetzt hier nochmal... Ups, ja... Gut, ich habe mir übrigens diese Raketenspur da, die habe ich gestern übrigens aus dem Drop gezogen. Die finde ich ganz okay. Und das ist das Tor. Okay, doch nicht, weil ihr seht ja jetzt die Raketenspur. Das irgendwas mit Tsunami heißt die, keine Ahnung. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr die auch habt und wie ihr die denn findet. Ups. Meinen eigenen Teamkameraden mal eben weggerannt. Schade, wenn der da nicht gestanden hätte, dann wäre es das Tor gewesen. Nun. Zack. Ja,
Da wird nochmal hier in die Luft geflogen. Und das war nicht so gut. So. Ups, der ist drin. Okay, aushalten. Gut, also der ist schon mal drin hier vom Gegner, Leute. Der hat ein Bronze-Turnier gewonnen. Seht ihr unter den Namen. S2-Turniersieger. So, zack, ich bleib mal hinten. Ich verteidige, schreibe ich mal in den Chat, so. Sieht aber... Oh, lala. Den habe ich ja richtig geil weggespielt. So. Dafür ist ja ein Torwart auch normalerweise da. Kacke, nicht getroffen. So. Zack, wir fahren wieder ins Tor. Da kommt der Ball, da kommt sie ja doch nicht. Die Map hier ist übrigens mit dem neuen Update gekommen. Und... Ja, ich komme nach vorne. Ich will beim Tor beteiligt sein. Was? Ja gut, das war jetzt eher nicht so gut. Also... Zack. Oh, schon wieder daneben gesprungen, Leute. Und ich muss zum Tor. Boah. Was macht denn mein Mate? Mate? Ach, oh, der ist drin. Ja gut, auch nicht. So. So, dann... Ah, ja. Nein, doch nicht. Und... So, noch 40 Sekunden. Das sieht schon mal gut aus. Die müssten jetzt in 40 Sekunden, also jetzt noch gleich 30... zwei Tore machen, das ist eher unwahrscheinlich, deswegen vielleicht mache ich ja noch ein Tor. Ja, Tor von Flo Bowser. Das war ein Eigentor von den Gegnern. Guckt, ich habe den jetzt da nochmal so genommen, zack, den Ball. Dann, guck, der Gegner spielt den rein, Leute, seht ihr? Der wurde von Dragon, meinem Mitspieler, geschubst und dann hat, wie heißt der? YAO, keine Ahnung, hat den dann reingeschossen. Zack. Ja, der kommt gut. So, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6, nein! Noch 5 Sekunden und wir kriegen noch ein Tor rein. Naja, so schlimm ist das ja jetzt nicht, weil die müssten jetzt in 5 Sekunden zwei Tore machen. Das heißt, in jeder 2,5 Sekunde müssten die jetzt noch ein Tor machen. So, Platz. Da gehen wir mal hier direkt zum Ball. Eins und... Gewonnen! Ja, blau. Und ich bin direkt in der Mitte. Hier, zack, hier ist meine Tornami. Tornami, genau. Meine Tsunami-Spur. Ich bin jetzt übrigens auf Level 46. Stiletto. Hört sich an wie Toilette. So. Ich würde sagen, wir spielen nochmal hier mit denen, weil die waren gut. Ja, Leute. Dann... Warten wir jetzt erstmal, bis das nächste Spiel anfängt. Und das fängt jetzt an. Und wieder mit denselben Gegnern. Das heißt, ich hoffe, wir gewinnen. Ich verteidige. Ich bleibe erstmal hinten. So, hoffentlich laden die beiden Gegner jetzt noch. Sonst setze ich hier wieder einen kleinen Schnitt, Leute. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade im Spiel. Und... Uiuiui, und haben fast ein Tor reingekriegt. So, und den Ball habe ich schon mal gut erwischt. Zack, schön an. So, zack, zack, zack. Ich warte hier auf die Hereingabe. Oh, das war richtig gut gemacht. Also der Schuss und die Parade. Oh, jojojo, passt. Der wäre aber gut gekommen, Leute. So. Zack.
Den haben wir nochmal schön rüber gespielt und ja, fast getroffen. Fast getroffen. Da kommt nochmal der Ball. Ich warte hier auf die Hereingabe von meinem Mitspieler. So. War eigentlich gut, nur der Gegner hat es wie immer abgeblockt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier keinen reinbekommen. So. Dann. Ups. Da bin ich mal gegen den gecrasht. Und der ist nicht drin. Das hat mich jetzt gewundert. So. Ey. Mann, das war wieder mein eigener Teamkamerad, der mich hier weggerammt hat. Ist aber nicht so schlimm. Ups. Zack. Oh, ja. Der war richtig gut abgeblockt. Zack. Oh, das war ein guter Schuss. Jetzt noch einmal nehmen. Oh. Jo, wenn ich den jetzt noch erwischt hätte und der wäre drin gewesen, Leute. Das wäre ja das Tor des Jahrhunderts geworden. Ja, das ist aber jetzt das Tor des Jahrhunderts für die Gegner. Okay, doch nicht. So, da hatte ich wohl einen Knick in der Linse. So, Leute. Boom. Jetzt geht's. Autsch. Die rasen immer alle in mich rein. Und ja, der ist nicht drin. Das ist schön. So, hier müssen wir gut aufpassen. Weg da. Nein! 2:10 und es steht noch 0:0. Ziemlich ausgeglichen. Ja, aber mein Torwart ist gut. Juncker heißt der, glaube ich. Zaga. Oh nein! Der hat mich weggerammt. Das wäre das sichere Tor gewesen, Leute. Ihr habt es bestimmt gesehen. So. So, jetzt Konzentration hier, Leute. Boom. In dem Moment, als ich Boom gesagt hatte, wurden Spieler weggeboomt. Zack. Autsch. Jetzt wurde ich selbst weggeboomt. Ich hole mir nochmal hier den Boost. So, Rotation. Ich verteidige jetzt. Ups, was war das denn jetzt hier gerade? Rotation. Der eine ist nach vorne gefahren und macht nicht das Tor. So, ich stehe hier aber mit 100 Boost im Tor. Also das ist schon mal gut. Ja. Noch eine Minute. Und da kommt der Ball, da kommt der Ball. Oh, ja. Ein Ball für mich, ein Ball für... Was war das denn jetzt? Ich bin doch Torwart und und treffe den Ball noch nicht mal. Okay. Ich gehe nach vorne. Hoffentlich verteidigt der eine jetzt. Ich gucke noch mal. Ja, der verteidigt. Okay, Rotation. Ich gehe wieder nach hinten. Boom. Zack, schön weggeboostet hier. So, ich rotiere wieder hier hinten ins Tor. Und der eine fährt wieder nach vorne. Oh, was eine Glanzparade. Sorry für die, die jetzt Kopfhörer drin hatten. Aber habt ihr diese Parade gesehen? Ich bin geflogen. Und dann habe ich den noch so im Fliegen gekriegt. Das passiert wirklich nicht oft bei mir. Und yes, Mann. Oh, 3 Sekunden vorm Ende schießen wir das 1:0. Das ist ja richtig bitter für die Gegner. Aber, warte mal. GG. Ich bleib hinten. Zack, Rotation. Boom. Ups. Zacka. Und wir haben mal wieder gewonnen. Und ich würde sagen, wir sehen... Wo war der denn? Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt gerade hier random im Spiel gejoint. Also, ich habe das Spiel jetzt nicht von Anfang an gespielt. Ich bin irgendwie in einer... Also, ich bin, als dann oben noch 2:30 stand, da bin ich hier im Spiel gejoint. Und wir führen 2:0. Wer hat denn bei 2:0 das Spiel verlassen? Keine Ahnung, aber... Autsch. Ja, der ist, glaube ich, drin. Ich muss hier gerade mal... Ach so, hier ist unser Tor. Ach so, Mist. So, dann... Uah.
verteidige. So, wir schreiben mal hier geil, heilige Makrele. Zack. Und wir warten jetzt auf den Ball. Oh, ich muss einen Boost holen. Nein, 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 ich brauche Boost, 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 Boost. Ja, geil. Jetzt habe ich wieder Boost. Zack, wir fahren mal hier ins Tor. Boom. Hoffentlich machen wir jetzt nochmal so eine geile Parade wie gerade. Na, das wird dann wohl nichts. Aber den hätte man doch halten müssen, Leute. Schaut euch das mal an. Den hätte man halten müssen. Ich bin nur nicht mehr dran gekommen. Mensch, ey. Boom, ja, 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 der war gut, der war gut. Hallo, was war das denn? Ja, ist egal, wir haben trotzdem eine Vorlage, obwohl der eine mir das Tor geklaut hat. Jetzt schaut mal. Guck, ich wollte schießen, aber da hat der eine mir aus Versehen das Tor geklaut. Ist ja auch nicht schlimm, Hauptsache der Ball ist im Kasten. Ich verteidige. So, ich gehe nach hinten. Wir holen uns den Boost. Zack, wir können den Ball abwehren und haben gleichzeitig Boost. So, wo sind denn meine Rotationsleute hier? Ja, 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 ich fahre aus dem Tor. Verteidigt der jetzt? Nee. Also die haben offensichtlich noch nie was von Rotation gehört. Oder so. Ah, ich habe doch fast getroffen, ey. So, wir holen uns noch eben den Boost mit. Noch eine Minute, noch eine Minute. Der wäre fast drin gewesen von meinem Mitspieler. Das wäre nämlich sehr gut gewesen. So. Zack. Ey, der eine liegt auf dem Dach hier, mein Mitspieler. Was? Oh, den habe ich sehr schön getroffen. Ja, gut. Der Gegner hat ihn aber auch gut getroffen. Hab meinen eigenen Spieler wieder weggerammt. Super. Nein, schade. Ich muss wieder ins Tor. Ich muss mir... Ja gut, den Boost hat mir schon irgendwer geklaut. Ja, da kommt er, da kommt er. Ich habe nur keinen Boost, Leute. Zaga, danke für den Boost hier. Mal an der Stelle. Mist. Ja, gut. Oh, sorry. Hab den aus Versehen weggerammt. Und das war's. Sieger Blau. So, ich kriege jetzt wahrscheinlich keine XP. Oh, doch. Hä? Ich habe ein Tor gemacht? Wo habe ich denn 116 Punkte her? Naja, egal, Leute. Wir haben auf jeden Fall jetzt die 10 Siege geschafft mit dem Auto. So, ihr seht's hier. Wenn wir auf die Garage gehen. Tada! 10 Siege mit dem X-Devil. Das ist ein cooles Auto. Und ja, Leute, das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert natürlich kostenlos meinen Kanal, damit ich weiß, dass ihr mehr davon sehen wollt. Aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!